Hallo, liebe Sternfreunde, es ist wieder Freitag und ich freue mich natürlich, mit euch wieder die Link-Tipps der Woche durchzugehen. Das Wochenende steht kurz vor der Tür und damit ihr auch genug zu sehen habt und auch genug zu lesen habt, habe ich natürlich in dem Blogartikel Link-Tipps der Woche bei mir im Clear Sky-Blog wieder einige tolle Links zusammengestellt. Und mit dem ersten wollen wir gleich anfangen. Diversity of Lights nennt sich das, kommt von dem YouTube-Kanal DonKlaus7777 und er zeigt uns Timelapse-Videos, fantastische Timelapse-Videos von seinem Sternenhimmel und natürlich den Aufnahmen, je nachdem, wo er war. Ein Video habe ich euch hier schon eingebunden. Ihr könnt natürlich bei ihm auf dem Kanal auch wesentlich mehr Videos sehen. Hier mal ein kurzer Ausschnitt aus dem aktuellen Video, was ich eingebunden habe mit der Milchstraße. Er war dabei auf Teneriffa unterwegs und hat natürlich auf Teneriffa auch einen fantastischen Sternenhimmel. Über den Wolken kann man die Milchstraße langziehen sehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bei Don Klaus mal vorbeizuschauen, in den Kanal zu schauen und sich seine Videos wirklich anzutun. Ist eine schöne Wochenendbeschäftigung. Ansonsten geht es natürlich gleich weiter zu unseren beiden Raumfahrtmissionen. Die erste ist natürlich Philae. Der Kometenländer bei Rosetta sendete vor kurzem das erste Mal wieder von der Oberfläche des Kometen. Mittlerweile konnte der dritte Kontakt aufgenommen werden und 186 weitere Datenpakete sind auf der Erde gelandet, sodass wir also noch mehr Informationen kriegen. Interessant an der ganzen Geschichte ist, dass in den aktuellen Daten auch wirklich zeitaktuelle Daten enthalten sind, hört sich natürlich jetzt komisch an, in den aktuellen Daten sind aktuelle Daten enthalten. Hier geht es einfach nur darum, dass Philae, der Kometenländer, auch Daten über seinen Zustand sendet und wie ich hier geschrieben habe, sendet er auch, dass es jetzt bei ihm 0 Grad kalt ist. Also die Raumsonde selber hat momentan eine Temperatur von 0 Grad Celsius und damit können die Wissenschaftler jetzt davon ausgehen, dass sich die Batterien langsam füllen. Und wenn die Batterien sich langsam füllen, besteht genug Energie, um auch in der Nacht denn entsprechende Experimente durchzuführen. Also Philae wird uns noch richtig viele interessante Informationen liefern. Letztens wurde ja auch bekannt, dass die Mission um weitere 9 Monate verlängert wurde. Wir können also alle gespannt sein. Ja, für mich die spannendste Raumfahrtmission aktuell immer wieder ist New Horizons auf dem Weg zum Pluto. Also wir haben noch 18 Tage Zeit, denn wird New Horizon ganz nah am Pluto vorbeifliegen, die 5 Monde von ihm aufnehmen. Vielleicht hat Pluto auch noch Monde mehr. Wir wissen es ja aktuell noch nicht. Vielleicht gibt es kleine Körper, die da noch um ihn herumkreisen. Und natürlich nimmt New Horizons den Pluto jetzt schon auf, schickt uns also Bilder. Hier seht ihr wieder den Countdown, 18 Tage haben wir noch Zeit und eins der Bilder habe ich euch mal eingebunden, wo man die Oberfläche zu unterschiedlichen Zeiten sieht. Also vom 5. Juni bis zum 18. Juni immer vordere und hintere Hemisphäre, sodass man sich das mal anschauen kann. Also der Blick auf die Webseite der NASA lohnt sich auf jeden Fall. Auch jetzt immer aktueller, immer mal raufschauen, da kommen neue Informationen. Und wer eine tolle Infografik natürlich sucht zu dieser ganzen Aktion, vielleicht für eine Veröffentlichung, vielleicht für einen eigenen Blogartikel, kann natürlich hier in meinem Blog auf den Artikel New Horizons auf dem Weg zum Pluto gehen. Ich habe den Link mal angeklickt. Da gibt es auch eine Infografik von mir drin, erstellt in unterschiedlichen Auflösungen. Die könnt ihr gerne frei verwenden, wo ich einfach alle Informationen hier mal aufgeführt habe. Ganz am Ende runterscrollen. Ach, hier lädt er die Infografik gerade nicht. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ansonsten habt ihr hier natürlich die Links drin, wo ihr euch diese Infografiken dann auch runterziehen könnt. Hier sieht man es jetzt mal in groß mit den entsprechenden Daten, mit den entsprechenden Messinstrumenten auf der Raumsonde, sodass ihr also auch wirklich denn euch das mal alles anschauen könnt. Was heute rumkam, bei mir zumindest im Facebook-Account, ist eine komische Lichterscheinung über den Kanal wetteronline.de. Dort wurde ein Video veröffentlicht, wo jemand Sonnenlicht, eine Sonnenreflexionserscheinung in den Wolken aufgenommen hat. Und das sorgt natürlich
wieder für viel Diskussion bei den ganzen Alien-Anhängern und UFO-Sichtern. Ich habe die Wetter-Online-Seite hier mal aufgemacht. Wenn ihr unten drunter schaut, dann seht ihr schon 40 geladene Kommentare, seitdem ich die Seite geöffnet habe. Hier kommen also minütlich gerade Kommentare dazu, wo alle diskutieren. Interessant ist dieses Video aber allemal, denn es zeigt nämlich eine Lichtreflexion an Wolkenpartikeln, an Eispartikeln in einer Wolke, in einer Gewitterwolke, und jedes Mal, wenn es blitzt, gibt es Umpolung innerhalb dieser Wolke, also Neuausrichtung dieser Eispartikel, und dadurch entsteht natürlich ein ganz interessanter Reflex. Ich habe es hier mal angestartet, ihr seht hier diese Lichtreflexion, und die wandert immer so sehr stark hin und her. Also jedes Mal, wenn eine Umpolung passiert, wandert dieser Lichtreflex, hier drüben sieht man noch die Sonne, immer wieder hin und her. So dass es also wirklich aussieht, als wenn da jemand mit einer Taschenlampe drin steht und in den Himmel läutet. Lest euch das mal durch. Auch bei Wetter Online könnt ihr die Erklärung denn zu dieser Lichterscheinung wirklich euch durchlesen. Sind dort mit angegeben in dem Artikel, also sollten eigentlich auch den Alien-Anhängern oder den UFO-Anhängern so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Macht's natürlich nicht, aber wir können es ja zumindest immer wieder probieren. Zwischen den Linktipps findet ihr hier einen Aufruf in eigener Sache. Ich bin ja Mitveranstalter der Langen Nacht der Astronomie neben dem Zeiss Großplanetarium, der Archeholz Sternwarte und dem Insulaner. Machen wir vier Organisationen hier in Berlin zusammen am 22. August eine riesengroße Aktion auf dem Tempelhofer Feld und sogar bis in die Nacht hinein mit einer Sondergenehmigung. Wir dürfen nämlich eigentlich nicht auf dem Tempelhofer Feld in der Nacht sein, das ist verboten. Aber wir haben eine Sondergenehmigung bekommen und dürfen auf dieses Feld rauf. Ist der dunkelste Fleck. Und natürlich wollen wir, dass viele Hobbyastronomen und Sternwarten beziehungsweise andere Astronomievereine da mitmachen. Deshalb habe ich eine kleine Webseite strukturiert. langenachtderastronomie.de ist die Webseite. Und auf dieser Webseite findet ihr auch einen Aufruf von mir an die Hobbyastronomen. Macht doch einfach mit. Also kommt vorbei mit eurem Teleskop. Stellt euch damit hin. Es kostet euch nichts außer ein bisschen Zeit und ein bisschen Nerven, weil da viele Leute kommen und Fragen stellen, sodass ihr also uns da unterstützen könnt und wir natürlich denn die Astronomie viel, viel stärker noch in die Bevölkerung hineintragen können. Und je größer dieses Event wird, desto mehr berichten natürlich auch entsprechend die Medien davon, sodass also hier auch wirklich viele aufmerksam werden auf unser schönes Hobby Astronomie. Schaut einfach mal hier vorbei, langenachtderastronomie.de ist die Seite. Könnt da mal raufgeben gehen, gibt auch ein Kontaktformular, könnt da gerne eure Kontaktdaten eingeben, falls ihr mitmachen wollt. Ist ein Aufruf halt an die Berliner und Brandenburger Astronomen. Wie gesagt, tolle Gelegenheit, um auf dem Tempelhofer Feld zu beobachten. Als letzten Link-Tipp der Woche gibt es bei mir einen Tipp zu den Seiten von Klaus Hohmann. Er hat auf seiner Seite Astrofotografie, hier habe ich mal einen Screenshot eingebunden, Astrofotografie, eine wirklich tolle, große und sehr vollständige Einleitung geschrieben zum Einstieg in die Astrofotografie. Also wer damit beginnen will oder auch schon erste Schritte gegangen ist, kann sich diese Seite anschauen. Die Seite von Klaus Hohmann finde ich recht optisch recht ansprechend, ist sehr gut gemacht, auch sehr gut aufgeteilt. Es geht bis hin zur Teleskopwahl, was ja recht wichtig ist, aber auch Tipps und Tricks, wie man in die Astrofotografie ordentlich einsteigen kann und auch wirklich gute Ergebnisse erzielen kann, wie hier zum Beispiel zu sehen der Saturn oder einige Nebel bzw. Galaxien denn zu fotografieren sind. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Hier gibt es auch Buchtipps und andere Linktipps, sodass ihr also hier einen zentralen Punkt habt, um wirklich in die Astrofotografie einzusteigen, ja, und euch schlau zu machen, was ihr alles braucht. Das war's für heute eigentlich auch schon wieder. Mit den Linktipps der Woche ganz unten findet ihr noch die Top 5 Artikel aus dem Blog im aktuellen Monat. Also alles, was ich im Juni geschrieben habe und was ihr angeklickt habt am häufigsten. Ansonsten bleibt mir nur noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Habt viel Spaß und natürlich wie immer einen klaren Himmel, also Clear Sky. Bis die Tage.